Moin Moin, meine lieben Leute, seichte Unterhaltung. Ja, das Bastelfieber ist wieder bei mir mal wieder extrem ausgebrochen. Wie vorhergegangene Videos mit den CTFLs, mit den Kaltkartonröhren, da ich also viel Material hier rumfliegen habe, da ich so, Moment mal, wieso bin ich vorher nicht schon auf die Idee gekommen, mir eine Handleuchte draus zu basteln? Weil ich habe einen alten Nickel-Metall, was ist Metall? Nee, Nickel-Cadmium, Cadmium-Akku ist das. Von Makita, plus das Ladegerät, das liegt da hinten noch, habe ich gerade erst mal aufgeladen. Da haben wir noch 13,1 Volt drauf. Ich meine, für die Bohrmaschine reicht es nicht mehr aus. Die habe ich von der Firma geschenkt gekriegt, weil die ja, der Akku nicht mehr die Leistung hatte für die Bohrmaschine an sich. So, wie gesagt, hier ist so eine CCFL aus einem alten LCD-Monitor. Wie ich schon vorher gezeigt habe, die Inverter, die ich hier habe. Nee, scheiß Kamera. Bäh. Kann ich jetzt auf Makro umstellen, packt er das? Ah, nee. Egal. So, auf jeden Fall diesen Inverter werde ich jetzt in diesem Griffstück einer SPAS-12 Software-Waffe. Ja, ich habe früher in einem Software-Clan gespielt und ja, sind meine Waffen hops gegangen. Auf jeden Fall ist dieses Griffstück übrig geblieben. Und tja, wie gesagt, Moment mal. Den Akku mit dem Inverter, diese CCFL zusammenbrezeln und dann etwas draus basteln. Eine Lampe draus bauen. Gut. Kriegen wir auch irgendwie hin. So, da habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet. Den Inverter da eingebastelt. So Kram erstmal zusammentüdeln. Na. Na, wollte wohl. So. So. So, da habe ich mir das Ganze so gedacht. Ich habe da schon die Aussparung für vorbereitet. Ja, scheiße, mit einer Hand zu arbeiten ist natürlich echt beschränkt. Hier sogar, scheiße. Nee. Boah, jetzt kriege ich das nicht. Leck mich doch an. Auf einmal kriege ich das nicht so auf der Kette, wie ich es ganz gerne hätte. So, so, so. Und einmal zusammen mit dem Sheet hier. Boah, Griffstück. Der von dem Software-Schrotgewehr. So, hier vorne habe ich mir ein paar Aussparungen schon vorbereitet, damit die TTFL da hineinpasst. Und das Geile ist, sie passt natürlich perfekt. Sieht natürlich ein bisschen schräg aus, aber das wird so die Handlampe sein, die ich mir zusammenbaue. Muss ich mir noch überlegen, wie ich jetzt den Akku damit verbinde. Entweder hole ich mir jetzt ein Spiralkabel und werde hier dran noch einen Gürtelclip dran befestigen, so dass ich es eben immer im Gürtel habe. Hier vorne werde ich mir noch einen Schalter integrieren. Ich werde jetzt erstmal beigehen und den ganzen Kram erstmal zusammenlöten. Hoppala. Ja, das ist dann erstmal so der Plan der Serie. Scheiße, jetzt haben wir eine Schraube ab. Nicht gut. Nicht gut. Ich hasse Schrauben. Da ich ja schon mal ein vorbereitetes Experiment gemacht habe, was ich auch schon vorher gezeigt habe. Ich habe noch von einer alten 70er Jahre Leuchte oder 60er Jahre Leuchte, die ist mir leider durchgebrannt, ist auch kaputt gegangen. Aber sie erzeugt 12 Volt, beziehungsweise ist ein 12 Volt ja, Transformator Spule drin. Und da bastle ich mir den Kram ran. Ich habe es auch schon mal testweise zusammengesetzt, das funktioniert auch so weit, wie ich es ganz gerne hätte. Ja, den schönen Euro-Stecker zusammentüdeln, damit auch die wieder funktionieren. Aus Schrott machen wir was Neues. So, Lötkolben, lüterisiert, halt's vor, dann basteln wir es mal zusammen. Ja, also den ganzen Vorgang will ich jetzt nicht zeigen, weil wie gesagt, ich habe eine leider beschränkte Kamera-Ausstattung, Einrichtung, also ich werde erstmal so langsam nach und nach zusammenbasteln. Den Kram werde ich mit einem Heißkleber, Rotster, zusammentüdeln, weil besser ist das, oder was heißt, einen anderen Kleber habe ich nicht. Dann muss ich überlegen, ob ich jetzt hier mit dem hier Spiralkabel. Ich muss gucken, ich hoffe, dass ich noch ein Spiralkabel habe, sonst nehme ich mir ein anderes Kabel. Dass ich, wie gesagt, den hier am Gürtel tragen kann. Das Ladegerät hierfür besitze ich auch noch. Wie lange dieser Akku an sich hält, weiß ich nicht. Aber experimentieren geht über Studieren. Also, bis denn dann. Tschüss.
So, hier ein kleiner Zwischenstand. Soweit vorbereitet. Natürlich auch mit Schrumpfschlauch. Zusammengelötet die ganzen Tünnel. So, dann wollen wir mal die Scheiße hier zusammentüdeln. Plus zu Plus und Minus zu Minus und... Na, ich hasse vor für Effekte. Wieso tut das jetzt gerade nicht? Verdammte Scheiße, komm her. Du da rein. Du da. Bitte. Tada! Tada! Wie wir sehen, es funktioniert. So, dann bauen wir uns die ganzen Türen nochmal zusammen. So, meine Leute, sagt Unterhaltung. Weiter geht's. Ja, wie wir sehen, ich habe noch ein Spiralkabel rumfliegen gehabt. Hahaha, zum Glück habe ich hier eine riesengroße Bastelkiste. Das wird damit und dann irgendwie damit zusammengekoppelt. Natürlich dann halt, ja, wie man halt so ein Spiralkabel kennt. Pst, geil. Wird funktionieren. Gut, dann würde ich sagen, bis nachher. So, hier mal ein kleines Zwischenergebnis. Ich habe mir gerade überlegt, ich habe noch einen alten Schalter von einer IKEA-Lampe auf dem Sperrmüll gefunden, rausgerissen. Ja, liege ich schon ein bisschen länger hier. Eingebaut. Minus und Plus, Plus, Minus, Plus. Hier, Schalter an. Ja, geil. Man sieht's, ne? Funktioniert 100%. Geil. So muss das. So muss das. Aus, an. Aber Gott, fand den Schalter nicht. Tülülü. So, nächster Zwischenstand. Heißkleber hat, oder kleberisiert, hat funktioniert. Spiralkabel, Anschluss, kommt noch. Jetzt muss ich aber irgendwie die CCFLs irgendwie schützen, da ich ja wie immer auf dem Sperrmüll ein Stück Acrylglas gefunden habe. Jetzt kommt die große Feinheit, wie zum Teufel nochmal schneide ich die Scheiße. Gut, Stichsäge haben wir, feine Makita mit dem richtigen Messer. Und zwar ist das der CV Feinschliff, also wie es hier drauf steht, fein für auch Plastik geeignet. Ja gut, das heißt jetzt die ganze Scheiße anreißen, anschneiden und tüdeln. So, wo ist mein Winkel? Wo ist mein Edding? Dips, dips. Weil wenn schon, denn schon Perfektione. Naja, halbwegs. Weil ohne Glasabdeckung geht das nicht. Wollen wir mal gucken. Wie viel Messer habe ich soweit? Nee. Sieht soweit ganz gut aus. Ja, so schön. Nutze den Macht, Luke. Nutze die Macht. So. Das wäre das Abdeckglas. Okay, bis zum nächsten Mal. Gut, letztendlich dann doch ein bisschen welliger geworden, als ich gedacht habe, aber schön, aber selten. Gut. Das ist das Abdeckglas für die Funzel und auf geht's. Leute, das ist leichte Unterhaltung. Ja, ich habe es jetzt nach ungefähr, jetzt würde ich sagen, 2,5 Stunden geschafft. Ich habe die ultimative Schrott-Taschenlampe CCFL bla blub Spaß 12 Rotz-Lampe zusammengebaut. Schaut es euch an. Wie gesagt, das Griffstück stammt von einer Software, der Spaß 12. Hier sieht man die CCFL. Ihr habt ja schon in vorherigen Videos gesehen, dass sie wunderbar funktioniert. Jetzt habe ich mir noch einen Karabinerhaken hier an Fangband angebaut. Natürlich mit Lichtschalter. Schalter bei wegen ist gut. Spiralband. Ja, der Akku, das wird jetzt dieser Makita-Akku sein, den ich schon vorher gezeigt habe. Ich muss nur noch irgendwie überlegen, wie ich mir eine Kupplung baue. Aber das ist auf jeden Fall das Endprodukt. Hel moi wag. Das alles ist aus Schrott zusammengetüdelt worden. So. Ja,
Leute, ihr wisst ja, Ressourcen schonen, Umwelt schonen, das macht man daraus halt. Tülülülü. Bis denn dann. So, da haben wir die voll funktionsfähige Handfunzel, die ich hier gerade zusammengebaut habe. Ampere-Messung. Was haben wir jetzt hier? Dieser alte Makita-Akku. 12er bei 1,3 Ampere. Hätte er nominal. Also bei Auslieferung. Wir haben aber jetzt nur noch 560 mA. Beziehungsweise diese CCFL verbrät 560 mA. Ja, das sieht aber richtig schick aus. So, dann kann man bedenken. Ja, gucken, wie lange die Schose hält. Wie wir sehen, es funktioniert tadellos. Ich meine, ich kann es ja auch nicht vorenthalten. So funktioniert der Scheiß. Alles auf Schrott gebaut. Tja. Wie gesagt, das Problem ist bloß halt mit der Kupplung. Ich weiß noch nicht, wie ich mir das da zusammenbastle, weil ich wollte den Akku muss ich so behalten, also in der Form, wie er ist, damit er weiter ins Ladegerät passt. Ich denke mal, dass ich ihn irgendwo hier aufmachen oder aufbrechen oder versuche irgendwie aufzumachen, irgendwie in der Zukunft oder in naher Zukunft. Wie gesagt, irgendwie auftüdeln. Den man Hohlstecker anbringen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das jetzt mache. Aber wie gesagt, es funktioniert soweit. Ja. Dann sehen wir es halt. Ups. Na, Pfui aus. Aha, hier wird's heiß. Ups, hier wird's heiß. Aua. Heiß. Na gut. Aber es funktioniert. Was ist denn jetzt heiß geworden? Oh! Da fließt mal ein bisschen mehr. Also ja gut. Das Kabel ist natürlich viel zu dünn. Kein Wunder, dass es heiß wird. Aber gut, es funktioniert. Moment mal, das muss ich aber nochmal testen hier. Was haben wir da? Plus, ich muss erstmal hier am Hallo Minus Dings daran. Gott, ich hasse diese Billigdinger, die flutschen die anderen aus der Hand raus. So, den, na komm, hier. So. Ich glaube, es ist echt zu dünn, ey, für die Schose. Na, ist definitiv dieses Kabel, was heiß wird. Bei 580 mA. Ah, ich würde sagen, es ist lauwarm. Hält sich noch in Grenzen. Ja gut, ich muss definitiv da dickeres Kabel anbringen anscheinend. Na. Aber nutze die Macht, Luke. Das ist mein neues Laserschwert. Oh, das sind nur Photonen. Huohohoho. Aber wie gesagt, die Thematik ist, ich weiß nicht, wie kaputt oder wie alt der Akku ist. Wir haben, wie gesagt, Geschenk gekriegt. Naja gut, wie dem auch sei. Funktioniert soweit. Na gut, dann habe ich gerade einen Kurzschluss verursacht. Jetzt ist das Kabel, naja, nicht mehr heiß, also nicht mehr normal, also normal temperiert. Gut. Tja, würde ich sagen, funktioniert. So, mein kleiner Nachtrag. Hoppala, mir ist gerade eine Krudi-Klemme abgeraucht. Ja, wenn man so dumm ist, natürlich alles falsch verpolt. Dann schmort an die Scheiße ab. Ja, das Ding ist natürlich total im Arsch. Dürrbrand. Also wie gesagt, passt auf mit dem Scheiß hier. Nicht nachmachen. Nur wenn ihr wisst, was ihr da zum Teufel mal tut. Also,
Versuchsaufbau, soweit okay. Jetzt mit dem, ja, es ist so ein China-Rotteil-Dingsbums da. 12,6 Volt habe ich auf dem Akku drauf. 26 mA verbraucht die Funzel jetzt. Nichts ist überhitzt, nichts brennt, alles klar. Alles gut. Sehr schön. Schaltercheck. Ja, würde mal sagen, das funktioniert soweit.